So. Jetzt stelle ich gleich mal mein Pferd korrekt ab. Wildhund Nummer 2. Wildhund Nummer 1 ist leider verstorben. So, hier. Genau. Jetzt packen wir hier gleich mal ein Pferd rein. Ein Pferd. Oh, nee, das muss ja da rein. So. Ein Pferd. Und dann ein Luchs. Ein Luchs bitte hier. Der kriegt leckeres Schwein. So. Schau mal, was haben wir hier im Pferd? Das brauchen wir, das nehmen wir raus. Mal das da, das da. So. Mehr das Fell rein. Dann Eis. Ja, packen wir mal ein bisschen rohes Fleisch rein für die Tiere. Kochen. So, sehr gut. Wo steht ein Hund rum? So, ach ja. Mal noch ein bisschen Stahlfeuer herstellen. Perfekt. Dann Eisen. Oh. So. Jetzt bauen wir mal zwei Spitzhacken und eine Sichel. Da bräuchte man nochmal 20 Stahlbahnen. Braucht man nochmal 20 Stahlfeuer. Ja. Die mit. So. Was ist denn jetzt das Stahlfeuer? Ah, hier. Okay. Kann ich da jetzt schon ein Verbesserungskit bauen? Werkzeugverbesserungskit. Ja, da brauchen wir nur mehr Stahlbahnen. Ja, also müssen wir erst noch ein paar Stahlbahnen herstellen. Aber wir haben ja noch Stahlbahnen. Meine Güte, wir haben ja schon genug. Genug hat man nie. Naja, genug nicht, aber dann baue ich gleich mal noch zwei Verbesserungskits. Eins, zwei. Für die Spitzhacken. Ah, ich glaube, da müssen wir auch mal eine ordentliche Runde Eisen und Tierhäute farmen gehen. Dass wir mal ordentlich hier die Stahlproduktion ankurbeln können. Kann man tun. Ja. Aber die Hunde sind recht richtig super geworden, ne? Ja. Oh, für die immer mit der Ohrenwaffe, geil. Das gefällt mir. Ah, die Montagebank wollten wir ja noch. Warte mal. Was brauchen wir dafür? Die Montagebank brauchen wir 100 Stahlbahnen.
100 Ziegel und 50 isoliertes Holz. Stahlbahn? Ja. 100? 100, ja. Da haben sie aber ein bisschen was geändert, oder? Ja, ich glaube, wir sind das einfach nicht mehr gewohnt, weil im alten Spielstand haben wir so viel gehabt. Stahlbahn, die haben noch nie so viel Stahlbahn. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben sie es auch geändert, weiß ich nicht. Achso, Stahlbahn. Ja. Nicht gehärtete Stahlbahn. Nee, normale Stahlbahn. Haben wir denn hier verstärkte Kleber? Achso, ich habe da ja noch ein Pferd drin. Mal das Pferd hier raus. Hast du den Lux eingetütet? Der ist schon im Pferd, ja. Hä? Wo ist denn das Leber? Ach, da, die Haut. Katzenfell braucht man auch zur Rüstungsherstellung, je nachdem, ne? Oder? Ja, für bestimmte Rüstungen, ja. So, dann. Kann man noch eine Kiste daneben klatschen. Ah, da haben wir nur Tierhaut. Die basteln wir gleich mal in die Gerberei. So. Die brauchen wir auch, oder? Ich habe ein paar. Ah, du hast ja hier eh schon Rüstung gebaut hier für den Kämpfer. Ja, aber die falsche, die hat Beweglichkeit. Ja, das macht ja nichts, ist ja wurscht. Der Jim Knopf kriegt auch noch eine Rüstung. Was habe ich denn für den? Ins Dingens. Kriegt jetzt aber das hier? Hat das angezeigt. Also nicht beim Rüstungsmacher, sondern im. Ich sag schon, wenn du auf Rüstung gegangen bist, weißt du, innen drin. Ja, da hat sie das angezeigt gehabt. Da stand auch dabei, ob es Vitalität ist oder sonst irgendwas. Hat es leider nicht mehr. So, was brauchten die hier noch? Harley Joint. So. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Werkzeuge viel schneller abnutzen, damit sein. So. Oh, Harley spricht mit uns. So. Okay. So. Das Harz schmeiß ich weg, von dem scheiß Harz haben wir eh schon so einen Haufen, das brauchen wir ja nicht. Nee. So viel erstmal nicht, glaube ich. So, was haben wir jetzt noch? Trockner liegt ja noch ein Haufen Harz. Pferd, Knochen. Wenn du Knochen nicht brauchst, abhindern zu den Kisten, zu den Mahlsteinen. Ja, dann kannst du deiner Gärtnerleidenschaft frönen. Oh, da kriegt man sogar einen Fortschritt. Pflanzenfasern, also. Vor allem liegt es nicht doof, wenn der Kiste rum ist. Versorgt, weißt du, wie ich meine. Ja. Oh, was? So, Seide können. Noch mal. Holz, wa? Seide können wir auch noch herstellen. Seide. Oder können wir die schon herstellen? Oh, ich glaube, wir können die noch gar nicht herstellen, oder? Doch, im Inventar. Ja, im Inventar schon, aber die kann man auch für günstiger in der Werkbank herstellen. Rüstungsmacher? Rüstungsmacher, ja, aber vielleicht braucht man da erst einen Thrall dafür. Kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Mehrlagige Seite hat er immer. Nee, normale auch. Normale auch. Der macht's mal nicht hier. Meine Kehle ist völlig ausgedörrt. Das ist immer gut.
kleinere. Ja, aber mich würde echt interessieren, warum der Wirbel jetzt weg ist. Den hat der Pirm rausgenommen und der hat sich auch irgendwas verändert. Ja, aber das weißt du ja gar nicht, ob der das gemacht hat. Das Ding war sonst immer aktiv gewesen, wenn wir angekommen sind. Und jetzt ist es nicht mehr aktiv. Das heißt, Björn hat rumgefummelt. Update kam ja keins. Bist du da sicher? Ziemlich sicher. Weil ich merke, wenn ein Update kommt. So, schau. Ah, das setzt sich auf Streik. Das Pferd will ja auch runter. Na gut. Okay, was habe ich jetzt da noch drin? Achso, jetzt müssen wir erstmal wieder alles einlagern. Das Eis hier rein, Holz. So. Köpfe. Du hattest das gescheckte Pferd mit und das Weiße. Ich hab das gescheckte auch schon mal geritten. Weil da liegt nämlich auch noch auf dem Zeug drin. Ja, ist doch super. Da haben wir ja noch jede Menge. Jede Menge Kram. Ja, ich lasse immer alles Gerümpel irgendwo drin liegen. Also schlecht. So. Wo gehen wir denn jetzt hin überhaupt? Die Köpfe machen wir mal da hinten. Das fährt schon wieder mit Magie. Ah, wir brechen mal nach da unten auf. Auf die große Insel. Mal schauen, was da los ist. Ich will aber ein bisschen was entdecken. Schwimm, schwimm, schwimm. Ja, und es wird ja auch nicht richtig dunkel auf der Karte. So. Ich zeig's dir einmal. Biggere Brille. Also irgendwie nutze ich das Zeug verdammt schnell ab, finde ich. Nicht? Oh, ich glaube, das ist immer so. Mal schauen, was Harley macht.
Purpurlotus. Oh, der hat ja einen Tänzer hier. Da kriege ich meine Verderbnis los. Das ist gut. Das ist gut. Also, wenn du Verderbnis hast, schau bei Harley in der Base vorbei. So. Reiten wir mal runter zum Strand. Das mal kein Purpurlotus auf der Insel, oder? Was? War das bei uns auf der Insel Purpurlotus? Ja. Deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch Veilcheninsel. So. Ja, genau, da müssen wir hin. Aber jetzt gehen wir erstmal da rein zu den Riesenknochen. Da rausstehen aus dem Boden. Oh, hier gibt es tote Bäume, das ist super. Da kann ich gleich jede Menge Rinde mitbringen. Ah, hervorragend. Hervorragend. Dann nehmen wir gleich Rinde mit. Rinde kann man immer gebrauchen. Ist im Übrigen auch kein Pferd zur Heilung. Und bekommt bessere Werte. Grab des Leviathans. Aha. Ja, schade, dass von dem Viech der Schädel nicht mehr da ist. Das wäre sehr interessant. Alle Rinde zu mir. So. Jetzt schauen wir da gleich mal nur hoch. Wenn wir schon da sind.
Ich lasse mich immer von meiner Route abbringen, wegen irgendwas. Aber so ist das halt. Was spielt schon wieder? Das müssen wir jetzt schon mal genauer noch in Augenschein nehmen, was hier los ist. Hunde. Sind vielleicht noch Babyhunde? Hunde brauchst du keine, aber Hunde haben. Freilich wollen wir Hunde haben. Am besten mächtige. Ja, der mächtige hier, der geht schon gut ab. Okay. Oh Mann, wie viele Hunde kommen denn hier noch? Nicht mit mir. So, gibt's da hinten? Geier. Kommst ja gar nicht rüber. Wie kommst du da rüber? Über die Brücke gar nicht, was? Über welche Brücke? Da musst du von hinten ran. Ach, du ahnst es nicht. Ah, ich glaube, wir klettern auch hier mal hoch. Aber... jetzt brauche ich erstmal ein Päuschen. Das machen wir dann in der nächsten Folge.